Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bleib gerne dran, wenn du wissen willst, wie ich das leckere Chia-Dinkelbrot zubereitet habe. 35 Gramm Dinkelkleie, 50 Gramm Haferflocken und 20 Gramm Chiasamen werden in eine Schüssel gegeben und grob miteinander vermengt. 350 Milliliter heißes Wasser werden hinzugegeben. Und das alles wird dann nochmal miteinander vermengt, damit das ganze Wasser überall hingelangen kann. Anschließend lassen wir das Ganze für 10 Minuten quellen. Jetzt kommen noch ein Esslöffel Essigessenz, ein Teelöffel Zuckerrübensirup, 420 Gramm Dinkelmehl, 3 Teelöffel Salz sowie eine halbe Packung Trockenhefe hinzu. Die ganzen Zutaten werden dann zu einem gleichmäßigen Teig geknetet. Ich habe anfangs erstmal einen Esslöffel genommen, um das alles grob zu vermengen, und anschließend habe ich dann meine Hände benutzt, um daraus einen Teig zu formen. Du kannst natürlich auch eine Küchenmaschine oder ein Handrührgerät benutzen. Den Teig geben wir dann in eine Schüssel, decken es mit einem Handtuch ab und lassen es für eine Stunde gehen. Den Römertopf können wir nun auch vorbereiten, indem wir den etwas mit Öl bepinseln und anschließend mit Mehl bestäuben. Das stellen wir dann erstmal beiseite. Nun können wir uns nämlich um den aufgegangenen Teig kümmern, indem wir den etwas kneten. Während des Knetprozesses können wir unseren Teig dann auch schon etwas formen, wie wir den dann anschließend in unseren Römertopf legen wollen. Denn nun legen wir den Teig in unseren Römertopf und schneiden noch einmal einen Schnitt hinein für die schöne Kruste und bestäuben das Ganze mit etwas Mehl. Jetzt müssen wir nur noch den Deckel raufgeben und wir backen das Brot für 55 Minuten bei 230 Grad. Und so schnell sind wir fertig und haben das leckere Chia-Dinkelbrot zubereitet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal.